Ja, in Wagelbach haben die Sommergäste eine besondere Attraktion entdeckt. Da hat man da einen dort. Ich muss immer lachen, wenn ich an ihn denke. Der Dimmerer Flurl, so heißt er. Der hat das Gewicht von zwei Normalen und das Hirn von einem Halberten, wenn es viel ist. Ja, ist aber soweit ein gutmütiger Lapp. Und fürs Dorf ein großer Vorteil, denn die Sommergäste haben immer ihren Mordspaß mit ihm. Wenn er wo auftaucht, ist gleich ein Schüppel um ihn herum und dann geht's schon los. Also wie gesagt, heuer sind sie auf einen besonderen Spaß gekommen. Sie halten ihm zwei Geldstücke hin, ein größeres und ein kleineres. Und dann sagen sie, Flurl, eines von den beiden darfst du haben. Was mehr wert ist, das nimmst du. Und der Flurl, zum Gaudium und Gelächter der Umstehenden, nimmt halt jedes Mal das Kleinere. So oft sie ihm auch eine Hand entgegenstrecken. Vor kurzem frage ihn, sage ich, Flurl, sage ich, bist du wirklich so ein Depp, dass du das Geld nicht kennst? Warum nimmst du nicht gleich das Größere, wenn du das schon hinhalten? Oh, mein Lieber, wenn ich das tat, meint der Flurl und schaut sich vorsichtig um. Wenn ich das tat, dann wär's mit einmal mit dem Geschäft aus.